Hallo Leute und herzlich willkommen zum Arena Battle 2 und damit auch herzlich willkommen zum nächsten und zwar zum zweiten Champ Cup. Pudel ist wieder dran und muss seinen Posten verteidigen, seinen Rang als Champ und das gegen niemand anderen als Philipp, der eine hervorragende Leistung geliefert hat im Match gegen mich, gegen Chuck, gegen René und gegen Blocky. Und jetzt soll der Kampf gegen Hudel folgen und auch ein Sieg gegen Hudel soll folgen. Und das wäre dann für ihn der Champ-Run. Er ist im zweiten Run, deswegen, wenn er jetzt verlieren sollte, dann holt er sich wichtige Informationen zu Hudel. Hudel kann natürlich jederzeit sein Team ändern. Fliege, verpiss dich. Ich weiß, du bist auch richtig heiß auf den Champ-Kampf, aber nicht jetzt. Guck dir den Part an, wenn er draußen ist, okay? So, wo war ich? Genau, er kann wichtige Informationen zu Hudels Team sammeln. Natürlich kann Hudel das... Ich hab sie gefangen, Alter. Bam. Entschuldigung. Kann er das, jederzeit wechseln, aber dennoch so einige Pokémon wird Hudel sicherlich auch beibehalten. Möglicherweise. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung. Aber könnte sein und, das könnte schon wichtig sein. Andererseits sammelt natürlich auch Hudel Informationen über Philipp. Demzufolge... Let's go, würde ich sagen. Let's go. Hudel bringt mit sein Machshadow. Das ist natürlich ziemlich gut gegen Stalobor, gegen Lapras und gegen Despota funktioniert. Dreifache Kampfschwäche hier an Bord. Das könnte problematisch werden. Dann zum anderen Scharnira. Was zumindest gegen Simsala, gegen Lapras, gegen Bisaflor ziemlich gut tanken soll. Sollte. Dann ebenfalls ein Bisaflor. Ich denke mal, Bisaflor wird auf beiden Seiten das Mega sein. Ein Psyana. Psyana ist sehr gut gegen das gegnerische Bisaflor wiederum. Mal gucken, ob das was reißen kann. Es, ne, Despotarm und Verfolgung und so, ne, wird schwierig werden. Lamus, ja, sieht auch sehr solide aus, kann gegen vieles was machen, wird aber auch von vielem ganz gut getroffen. Deswegen mal schauen. Und zu guter Letzt haben wir hier noch Dragoran mit dabei. Nice, nice, nice. Ja, bei Philipp ist, glaube ich, das Team... Nicht genauso wie gegen Elektro und Feuer, denn Panzer Eron war das Pokémon, was sonst immer noch mit dabei war, ne? Was war denn gegen Elektro und Feuer mit dabei? Amigento, stimmt. Das hat er jetzt zu Hause gelassen. Okay, ich würde sagen, genug gelabert. Einmal tief durchatmen. Hudel gegen Philipp. Lassen wir den Champ-Kampf beginnen. Let's go. Okay, Philipp fordert Hudel zum Kampf heraus. Mastanerada versus Metallica. Epische Namen. Mal sehen, wer hier die Oberhand behalten wird. Mastanerada, ich würde instant auf Sturzflug gehen jetzt, potenziell. Einfach um Mastanerada schon mal anzudamagen. Vielleicht bleibt... Ja, er geht auch auf Borschnabel, weil... Dings ist einfach zu gefährlich, da schon mal ein bisschen Schaden drauf zu bringen, ist schon nicht so schlecht. Jetzt allerdings sehr, sehr guter Wechsel von Hudel auf Lamus, ne, Beulenhelm-Schaden auf Panzer und ist ziemlich bitter, weil, ja, die Robustheit jetzt gebrochen ist und jetzt sowas wie ein Feuersturm reichen könnte. Philipp wechselt aber in sein Blau rein, was ziemlich gut ist, denn Siedewasser hat keine Wirkung und auch Feuer wäre, denke ich mal, sehr, sehr gut handelbar gewesen. Jetzt kommt Sunny, wogegen Lapras wiederum nicht allzu viel machen kann. Gefriertrockner macht gar nichts, ne, es ist halt Sunny, da muss er sich schon was anderes einfallen lassen und deswegen geht auch Lapras jetzt raus. Also insgesamt hat Hudel hier ein bisschen was gewonnen, dadurch, dass die Robustheit schon weg ist, aber er kann natürlich jetzt... sein Panzer-Eron wieder reinbringen und anfangen, seine eigenen Tarnsteine zu legen. Hudel hat seine jetzt bereits draußen mit Scharnira, was immer noch ein Wunder ist, wie Scharnira Tarnsteine legen kann, aber gut. Und jetzt geht Panzer-Eron direkt wieder raus, er doublet also und geht in Despota. Predicted er jetzt hier einen Wechsel? Ich weiß es nicht. Der Sandsturm kommt raus und Sunny geht auch raus, ja, und zwar kommt... Psyana, super stark predicted und Psyana kann jetzt nichts machen, außer anzugreifen, aber es wird Godzilla nicht töten können und Godzilla kann einfach auf die Verfolgung drücken und das war's mit Psyana, sehr, sehr stark gemacht von Philipp und holt sich damit einen riesigen Vorteil jetzt, indem er das erste Pokémon direkt ausgenockt hat, super, super, super starker Play, wow, also wenn er das wirklich genauso predicted hat, not bad.
Ja, Godzilla muss jetzt natürlich gegen Vashtanirada rauswechseln und Venus kommt rein. Ich glaube, dagegen wird Mashado nicht so viel in der Hand haben. Diebeschatten kommt, okay. Diebeschatten macht wie viel Damage? Das ist viel Damage. Lebenorb. Ja, und der Sandsturm auch noch. Das wird Mega Bisa Floor, glaube ich, nicht mehr gehandelt bekommen. Es sei denn, es outspeedet irgendwie. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Von daher wird jetzt, denke ich, auch Mega Bisa Floor fallen. Und das ist bitter, weil Mega Bisa Floor wäre so wichtig gewesen. Gerade wo Psyana jetzt down ist, hätte das richtig gut tanken können. Diebeschatten kommt. Und Diebeschatten reicht aus. Und damit ist Mega Bisa Floor down. Und Hudel zieht nach. Es steht 5 zu 5. Und ja, ich würde sagen, Mega Bisa Floor war wichtiger als Psyana letztendlich. Ha, von daher sehe ich Hudel aktuell wieder vorne. Ja, jetzt kommt Metallica rein. Metallica könnte jetzt auf den Borschnabel gehen oder könnte jetzt die Tarnsteine, die Dingsspitzen hier, den Stachler legen oder so. Wäre eine Möglichkeit. Es geht aber erstmal auf Ruheort und holt sich damit seine Robustheit zurück. Auch das ist natürlich eine solide Möglichkeit. Ja, okay. Interessant, interessant, interessant. Jetzt kommen wahrscheinlich die Tarnsteine. Riktig, 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 riktig. Das wird Hudel aber genauso predicten und jetzt auf die Feuerattacke gehen, wenn er eine Feuerattacke mit dabei hat. Hat er aber nicht. Er geht auf Siedewasser. Wie viel Schaden macht das? Über die Hälfte? Nope, nicht über die Hälfte. Und das ist gut für Metallica. Denn jetzt könnte es noch Stachler legen, aber scheint es nicht dabei zu haben. Ich weiß auch nicht, Hudel hat, glaube ich, keinen Spinner, ne? Hätte nur Psyana, womit er das zurückwerfen hätte können. Ah, deswegen auch. Deswegen hat er den Wechsel auf Psyana vorhin predicted. Ne, weil er Tarnsteine hätte einsetzen können. Psyana hätte die zurückgeworfen einfach. Ja, sehr stark, sehr stark, sehr stark gemacht vorhin. So, jetzt Toxin auf Simsala und Trickbetrug. Walschal? Ja, Lama Lariat mit Walschal und Simsala mit dem Beulenhelm. Interessant. Interessant. Lamu ist jetzt also gar nicht mehr so langsam, aber halt in seinen Attacken sehr stark eingeschränkt. Das ist schon ein kleiner Nachteil. Beulenhelm von Simsala, ja, das wird nicht viel bringen. Aber unter Umständen vielleicht, vielleicht. So, jetzt kommt der Spukball, der hat keine Wirkung gegen Sunny. Theoretisch könnte er aber auf einen Psychoschock gehen. Das würde zumindest soliden Schaden machen. Das könnte jetzt aber wiederum auch predicted worden sein, denn Lama Larry kommt instant wieder rein. Und bekommt hier aber auch erstmal Tarnsteinschaden. Und das ist ordentlich. Das sind fast 30 KP, die hier abgezogen werden. Oh, und Simsala geht nochmal auf den Spukball. Philipp predicted auch diesen Wechsel nochmal. Holy shit. Krass. Also das sind Predictions, die mir gerade so nicht in den Sinn kommen. Also zumindest der Spukball nicht. Der Psyana-Prediction, die ist mir durchaus aufgegangen. Jetzt kommt die Psychokinese. Ja, die bringt gegen Sunny nicht so viel. Hätte aber gegen Lamus sehr wahrscheinlich gereicht. So, jetzt geht Simsala raus. Und Undertaker kommt rein. Das ist das Stahlobor. Das kann natürlich gegen Sunny unter anderem sehr gut Druck machen. Allerdings nicht zwingend, wenn Sunny auf vollem KP ist. Allerdings hat Stahlobor natürlich die Möglichkeit, jetzt sich mit Schwertanz aufzusetzen. Geht aber auf Turbodreher, um die eigenen Tarnsteine wegzumachen. Das könnte Sunny ahnen und direkt auf die eigenen Tarnsteine wieder gehen. Nein, es kommt der Geowurf. Okay. Ha. Ja, die Frage ist, was soll Undertaker jetzt machen? Oh, das hat super viele KP. Scheinbar KP-Investment. Es geht auf den Schwertanz, ja. Und pusht sich damit. Damit ist es sehr, sehr stark, aber er muss natürlich vor Mashado aufpassen, was sich halt einfach diesen Push wieder zu eigen machen könnte. Da muss er sehr, sehr vorsichtig sein. So, einen Geowurf würde Undertaker noch tanken. Er geht jetzt auf den Z-Move, oder? Ist das Philipp? Sieht auch ein bisschen nach Hudel aus. Ja gut, ich denke nicht, dass Shaniera hier den Z-Geowurf spielen wird. Ich meine, Hudel und ich haben das auch schon mal gemacht, aber ich glaube nicht, dass das im Champ-Kampf die Taktik schlechthin ist. Von daher kommt jetzt eine ein Z-Erdbeben, seismische Eruption, Stab auf plus 2. Das wird Sunny beim besten Willen nicht tanken. Und das ist super wichtig, dass das Ding hier down geht. Bam! Da sind die KP vollkommen am Ende. Und es bleibt ultimativ spannend. Es ist noch nicht vorhersehbar, wer das Ding gewinnen kann. Vashtanirada kommt rein. Vashtanirada kann sich jetzt den plus 2 Boost holen, wenn es outspeedet. Und davor hat Philipp, glaube ich, Angst, dass das hier ein Walschall-Dings sein könnte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, wie Diebeschatten funktioniert, aber er geht auch nur auf Schattenstoß. Ich glaube nämlich, dass er Walband tragen wird. Wow! Alter, what the fuck? Das ist ein Schattenstoß, eine fucking Prio, die Labras fast two-shotten kann. Holy, dieses Ding ist fucking OP. Ja, da kommt ein Nahkampf. Und der nimmt Blau hier einfach easy raus. Easy peasy. Ich weiß gar nicht, wie es aktuell steht und für wen es besser aussieht.
Wir schauen gleich mal. Metallica kommt rein. Metallica hat aber nicht mehr die Robustheit, sollte aber trotzdem überleben können. Es steht 4 zu 4. Vashtanirada wird rausgeswitcht. Und Lama Larry kommt rein. Lama Larry ist schon ziemlich angeschlagen, allerdings auch nicht in dem Rahmen, dass Metallica hier großartig irgendwas machen könnte. Aber es kommt abermals der Ruheort. Und der ist natürlich sehr, sehr hilfreich, denn jetzt hat Lamus wieder keine Chance, Metallica hier rauszunehmen. Aber ich denke, Lama Larry hat ohne Borschnabel tatsächlich. Vielleicht hat er einen Switch predicted oder wollte einfach angreifen. Ja, das Ding hat halt den Wahlschall jetzt. Ne? Das heißt, er muss Siedewasser durchweg einsetzen und er bekommt jetzt den Burn. Das heißt, mit Borschnabel wird Panzer Aeron hier nicht weit kommen. Never im Leben. Never. Metallica geht jetzt raus und Godzilla kommt rein. Oh, Godzilla in Siedewasser zu schicken, sehr riskant, aber vielleicht die einzige Möglichkeit, hier mit Verfolgung zu trappen. Oh, das wäre super, super stark, wenn das funktionieren würde. Siedewasser kommt. Wenn das jetzt burnt, dann ist es arschbitter. Und es burnt nicht. Okay, so, Lamus dürfte jetzt durch eine Verfolgung sterben. Es bleibt auch drin und es outspeedet dank dem Ding sogar. Das heißt, er könnte jetzt den Burn nochmal bekommen. Wird der Vulture hier zu Verhängnis? Nein, Verfolgung kommt, hat aber nicht die maximale Stärke, ist aber immer noch Stab und reicht aus, um Lamus rauszunehmen. Despotar macht hier einen großartigen Job. Die beiden Psycho-Pokémon mit Verfolgung getrappt. Also jetzt das hier nicht unbedingt krass getrappt, aber ja. So, Hörnchen kommt rein durch die Tarnsteine, direkt die Multischuppe verloren. Und ob es jetzt Despotar direkt rausnehmen kann mit einem Eisenschädel, ich bin mir nicht sicher. Es reicht aus. Das war's mit Despotar. Das war's mit Despotar. Und es bleibt spannend. 3 zu 3. 3 zu fucking 3. Metallica kommt rein. Ha, es ist geburnt. Es ist schon hart angeschlagen. Ich glaube, für Philipp sieht es einen Ticken schlechter aus als für Hudel. Und jetzt kommt Fettnäpfchen. Oh Gott, er hat seinen Pisa Floor noch. Holy fucking shit. Naja, und Dings geht auf Ruheort. Ist er dann wieder bei der Robustheit? Durch den Burn halt nicht mehr, ne? Ha, was kann Panzer Aeron dagegen machen? Borschnabel wird halt nicht mehr viel bringen. Ich denke mal, Fettnäpfchen könnte die HP Feuer haben. Das wäre sehr, sehr stark, wenn die jetzt hier drauf wäre. Ansonsten Edelsamen halt, ne? Was ganz okay wäre. Es kommt der Switch out und zwar zu Dedalus. Oh ja, stimmt, er hat noch... er hat noch Simsalabim, aber ob ich da jetzt hart reingeswitcht wäre, ich bin mir nicht sicher. Ehrlich gesagt, wenn Egelsamen kommen, dann gut predicted abermals, ja. Dann sehr, sehr starker Wechsel. Aber es kommt der Gigasauger und der macht Schaden. Und der reicht aus. Es war ein Crit. Okay. Okay, das ist ziemlich bitter. Denn Rudel hat noch Marshadow, Fettnäpfchen und irgendwas noch. Beide, also die beiden, die ich genannt habe, die werden sehr hart durch Psychokinese getroffen. Ich glaube aber, Bisaflor hätte das überleben können. Aber der Crit ist schon bitter. Eieieiei. Ja. Wenn jetzt Panzer Aeron die beste Wahl ist hier, dann sieht das nicht gut aus. Dann wird Panzer Aeron hier, glaube ich, letztendlich verlieren. Also es kann sich wahrscheinlich ewig hochheilen. Aber ob das irgendwas bringt, weiß ich nicht. Der Bauchschnabel wird halt nichts machen. Ich glaube, hier an dieser Stelle, ich würde nicht sagen, dass der Crit das entschieden hat, aber er schiebt das Game schon in eine sehr eindeutige Richtung. Zumindest wäre Bisaflor sehr, sehr hart angeschlagen gewesen. Ich weiß halt nicht, was das dritte Pokémon ist von Rudel. Dragoran, ne? Ja! Mit Tarnsteinen. Plus schon Sandsturmschaden und nochmal Tarnsteine und so hätte das auch gereicht, ja. Das heißt, rausswitchen hätte er nicht können. Das heißt, Bisaflor hätte das überleben müssen. Okay. Ja, Metallica kann sich jetzt hier hochreihen, wie es will. Bisaflor wird nicht down gehen. Leider nicht. Und ich weiß nicht mehr genau, was das letzte Pokémon ist von Philipp. Es könnte sein, dass es ein Staloball ist. Könnte sein. Jetzt kommt der Wirbelwind. Vielleicht nochmal eine gute Möglichkeit. Hörnchen kommt. Bekommt nochmal Tarnsteinschaden. Also Hörnchen könnte vielleicht nochmal fallen, aber mit den Egelsamen halt schon sehr eklig, ne? Dass die Pokémon wieder hochgeheilt werden. Dadurch macht es halt auch wenig Sinn, auf Wirbelwind zu gehen. Zumindest solange hier Dings noch da ist. Hörnchen kann jetzt in aller Ruhe auf den Drachentanz gehen. Es kann zwar sein, dass jetzt ein Wirbelwind wieder kommt, aber das Pokémon, was reinkommt, bekommt halt super wenig Tarnsteinschaden dann nur. Und die Egelsamen füllen da insgesamt mehr auf. Ja, jetzt geht Panzer Aeron hier auf den Ruheort nochmal.
Hörnchen wird halt Bollenhelmschaden und so bekommen und Metallica wird wahrscheinlich auch noch einen Angriff überleben. Dadurch, ja, schwierig. Ich glaube nicht, dass Philipp das noch irgendwie drehen kann. Ich erkenne keine Möglichkeit. Es kommt eine Drachenklaue, okay. Die macht nicht viel. Bollenhelmschaden und Wirbelwind, ja. Aber Hörnchen hat trotzdem insgesamt noch mehr KP als vorhin, als es reingekommen ist, glaube ich. Also, das wird schwierig. Das wird hier, glaube ich, nichts werden. So, Vashtanirada kommt rein. Vashtanirada könnte von einem Borschnabel ziemlich hart getroffen werden. Ich weiß nicht, wie die Verteidigungswerte aussehen. Ich glaube nicht so gut. Hoffe ich zumindest mal. Weil der Angriff und die Init und so weiter, die sind, glaube ich, nicht allzu schlecht. Da kommt ein neuer Kampf, der neutral ist. Und das reicht auch gegen eine physische Bestie aus, wie Metallica. Und damit fällt das Panzer Eron. Bollenhelmschaden gibt es zwar nochmal, kein Egelsamen-Boost mehr. Und jetzt Lebenorb auch nochmal Damage. Und jetzt kommt Undertaker rein. Und Undertaker ist schon sehr hart angeschlagen. Und ja, wir haben gesehen, was ein Schattenstoß gemacht hat gegen ein fucking Lapras. Und daher wird mal Shadow hier, glaube ich, das Ding rausnehmen. Und somit kann Chudl abermals seinen Titel verteidigen. Puh. Das war aber über eine ganz lange, lange Strecke ein sehr, sehr spannender Champ-Kampf, der dem Ganzen durchaus würdig ist. Dann kam der Crit, der ziemlich, ziemlich gemein war. Aber ich glaube schon, dass dieser Floor das noch getankt hätte. Ich bin mir recht sicher, ja. Weil Simsela hatte keinen Lebenorb, sondern nur den Beulenhelm. Das heißt, eine Psychokinese hätte es getankt. Dann hätte es Simsala rausnehmen können und gegen Panzer Eron hätte es sich nochmal hochheilen können. Vielleicht hätte Stalobor dann ganz gut Druck machen können gegen Visaflor. Ja. Das stimmt. Das hätte es dann rausgenommen. Aber da hätte Chudl auch geschickt auf Dings wechseln können, beispielsweise auf Dragoran. Dragoran wäre dann gestorben. Irgendwie auf Dauer. Dann wäre mal Shadow reingekommen und der Schattenstoß hätte halt gereicht gegen Stalobor. Na, da hätte er aber wieder in Panzer Eron reinwechseln können. Dann. Also er hätte es vielleicht dann noch hinkriegen können. So wurde ihm zumindest die Chance genommen, dass er das noch hätte drehen können. Aber gut, sowas passiert. Sowas ist natürlich bitter. Aber ich denke, es hätte schlimmere Hacks noch geben können. Demzufolge glaube ich schon, dass Chudl das Ding hier verdient gewonnen hat, aber es war wirklich ein sehr, sehr spannender, sehr, sehr enger Kampf und ich hoffe, ihr seht das genauso. Wenn ja, dann könnt ihr sehr gerne ein Däumchen nach oben dalassen. Chudl bleibt auch im zweiten Champ-Kampf ungeschlagen und von daher muss Philipp alles geben in seinem letzten dritten Run, in dem er noch einmal versuchen wird, die Top 4 zu meistern. Einmal hat er es geschafft, warum nicht ein zweites Mal? Und dann wird es gegen Chudl gehen. Noch einmal, wenn er es schafft. Er hat noch einen langen Weg vor sich, aber die Chancen sind jetzt stark begrenzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, mal sehen, welcher Run uns da erwarten wird. Aber so langsam geht's ab, Leute. Zwei Champ-Kämpfe hatten wir und da warten noch viele, viele krasse Teilnehmer. Blacky zum Beispiel muss seinen zweiten Run noch machen. Boofdi ist noch mit dabei. Stefan, Stephanos, Philipp eben auch noch, ne? Und Feenlord natürlich hat auch noch einen Run übrig. Also, da sind noch einige Kaliber, die wir als Top 4 irgendwie abhalten müssen, damit unser Champ auch Champ bleiben wird. Wir müssen unseren Teil dazu beitragen, Chudl muss seinen Teil dazu beitragen. Der Kampf gegen die Herausforderer geht weiter und ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.